Da sind wir auch schon wieder bei diesen eklig würgenden, ertrinkenden oder ertrunkenen. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Meine Güte. Ich muss hier mal schnell raus. Los! Ah! Ja, komm du mal hier hin. Moment. So, jetzt. Puh, okay. Wie viele sind denn hier bitte davon? Kira? Setze deine Hexersinne ein, um Kira zu finden. Ist ja eigentlich Kira oder Kira? Ist ja noch so ein Typ. Kira? Ja, gute Frage, wo die jetzt ist, wa? Wir nehmen das mal alles mit. Könnte noch mal nützlich sein. Kira? Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie dahin. Mal sehen. Okay, ich glaube, wir sind da richtig in der Richtung. Geralt, tu doch was! Ernsthaft. Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ah. Kommt ihr denn raus? Mach sie weg! Ja, ist ja gut. Ja, toll, jetzt habe ich natürlich nicht getroffen. Lila, geh ab! So. Jetzt doch einmal irgendwo da oben. Weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Ja, die Schreihalskrankheit. Geht doch. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Der Spruch war fies. Was auch immer Vellaglan ist, aber es klingt cool. Vellaglan. Ich mag ja eigentlich überhaupt keine Pilze, aber naja. Wir nehmen sie mal mit. Was ist das denn da? Schon wieder Schrauben. Larena Lunette. Das ist der Elf. Arnecht von Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Bitte was? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein.
Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Schwalben, also jetzt auch noch. Was es nicht alles gibt. Pfeffer. Jo, essen wir einfach mal so. Pfeffer ist gut. Ein gesund. Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Oh nee. Nicht diese ekligen Geister. Ich hasse die voll. Vorsicht. Die sind richtig kacke. Dampf ist giftig. Nehmen wir mal direkt die magische Falle. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Die Frage ist ja jetzt, wo sind denn die Schwalben? Da ist irgendwas. Gucken wir mal. Aber das ist ja irgendwie einfach nur irgendwas. Haben wir hier eigentlich eine Karte? Nee. Das ist Mist. Ey, du Kackvieh. Na, komm schon. Da ist ja noch eins. Au. Oh, ich hasse diese Viecher, ey. Wenn man immer erst warten muss, bis sie zu einem kommen. Und wie? Boah, das mit dem Looten ist manchmal echt nervig. So, jetzt. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wieder so ein Vieh. Au. Meine Güte, wieso bluten die eigentlich? Die sind doch tot. Hier ist so ein kleines Kästchen. Oh, wie cool. Ah, jetzt habe ich wieder falsch gedrückt. Natürlich wahrscheinlich auch wieder die falsche Richtung. Genau. Und 9 Schaden. Nicht schlecht. Jetzt haben wir nur leider keine Rune, um die da reinzumachen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, aber ich wette, hier hinten ist irgendeine Kiste und da ist schon eine. Okay, und das war auch schon die einzige Kiste. Da hatte ich ja irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier lang. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wir sind offenbar richtig. Der richtige Weg ist, wollte ich gerade sagen. Aber danke für den Hinweis. Ich habe das nämlich selber gerade gar nicht gesehen. So, mal hier hoch. Schafft die's? Ja, komm schon, du alte Krücke. Einmal mit Profis. Ich hoffe, sie schafft es noch hoch. Ah, jetzt plötzlich ist sie oben. Sowas aber auch. Es lohnt sich echt, sich mal so ein bisschen umzusehen manchmal. Ein paar Sachen liegen hier ja schon rum. Schuhe, die sind auf jeden Fall besser. Wenn es nur ein Rüstungspunkt ist. Aber immerhin. So. Wo sind wir jetzt hier? Schau. Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Ach, echt.
Na gut, schauen wir uns das mal an. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Okay. Jetzt suchen wir nach einem Pferd. Ach, du mit deinem Villaglan, ey. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Irat, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Okay. Aua. Au, meine Güte. Ich glaube, da muss ich Art nehmen. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann. Ey. Ob man das will. Hallo? Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Ich weiß genau, welche von euch. Ich glaube, ich muss die erstmal ausschalten. So. Und weg hier. Au! Aua! Schwein! Ah, jetzt! Na toll, was soll denn das? Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, schon immer. Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Wie kommt man eigentlich da durch? Ich habe... Achso, Moment, da vorne ist was. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Willst du alles anfassen? Bei Gott! Geralt, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Kann man so sagen. Ich glaube, das war's jetzt hier soweit, oder? Ah, da ist noch was. Achso, das ist nur noch mal die Projektion. Muss man da runter? Da ist doch auch noch irgendwas, oder? Ich versuch's einfach mal. Und tschüss. So, tauchen wir mal ein bisschen. Nein! Sollst da runter? Ich will da reingucken. Hallo! Ah, schwimmen wir mal ein bisschen schneller hier. Okay. Wo auch immer wir jetzt sind. Mal, Apfelsaft haben wir auch noch im Gepäck. Kelpie. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Wow. Ja, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Okay, bin schon da. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Wuhu. Ich bin so ein Genie. Okay, weiter. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Okay, und wie? Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Wow. Komm. Meinst du, es ist sicher? Ja. Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Ja, ob das schon der Grund ist, dass es sicher ist? Villa Glan. Es ist
still geworden. Ist das schlimm? Was ist das da vorne? Bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich speichere mal lieber. Was ist das da? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sie reilen. Oh Gott! Eindringlinge, Eindringlinge, Zerstörung. Uah. Ich glaube, ich müsste von hinten treffen. Oha. Oha. Mein Gott. Oha. Oh, alter Schwede, ey. Du bist ja ein Kackvieh. Oha. Kannst du den nicht mal so ein bisschen... ...bisschen irgendwie so, sagen wir mal... ...betäuben oder so? Meine Güte. Oh, ey. Hilfe. Oh. Drecksvieh. Okay. Letzteres ging jetzt irgendwie plötzlich so schnell. Wanderung im Dunkeln. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja, ja. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorhin. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Ah, toll. Ich dachte, hier wäre mal ein bisschen mehr zu holen. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Ah, ja. Ist das etwa eine Anmache? Oh, da ist ja noch eine Kiste. So. Mein Gott. Geht die da hoch und dann macht ein Geräusch, als wenn sie am Sterben ist, ey. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Sie küssen. Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Da hast du recht. Das wird noch. Dort ist ein Portal. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Ach, allen Mut zusammenfassen und dann dadurch. 1, 2, 3. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Bella Gla. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Moment, da ist doch was. Eine Kiste! Mit Zwergenschnaps, natürlich. Ach Gott. Moment, hier wurde gerade gespeichert. Das heißt nichts Gutes.
Das heißt, glaube ich, wirklich nichts Gutes. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Oh no. Esse. Ta pardona. Dili mi hamar. Ryan. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Okay. Daria Nanoi! Fertig. Bleib bei mir. Ich versuch's. Oh mein Gott! Behind the color. Mein Gott, was spricht die da eigentlich? Wir müssen sie schließen! Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung! Machen wir das mal so. Kann ich den nicht angreifen? Was ist los? Hallo? Was ist denn los? Nur mal ein Schwert. Was war das denn jetzt für ein Bug? Au. Yay! Wir schaffen das! Wo heißt die eigentlich Kira Metz? Vor- und Nachname passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, zwei war Silberschild, oder? Toll. Hat ja gar nichts gebracht. Au. Na, komm schon. Das war's schon. Ja, nur noch einen. Na los. Lauf mal ein bisschen schneller hier. Das erinnert mich total an die Quest aus dem zweiten Teil, wo man ja mit Triss unter dieser Kuppel da gelaufen ist. Wo man Richtung Flotsam gegangen ist. Alles klar. Ah, das schaffen wir, komm. Die hat doch noch so viel Leben. Na los. Au. Yay, das war's. Es hat funktioniert. Daria Nanoi!
Keira! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Dabei war das gerade so romantisch. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Gucken wir einmal hier noch so. Was die hier so fallen lassen haben. Ist da nicht auch noch eine Truhe? Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, jetzt warte doch mal. So viel Zeit muss auch sein. So ein bisschen Schnaps hier einsammeln. So. Dann würde ich mal sagen, geht es weiter in der nächsten Folge. Ich danke euch beim Ich danke euch fürs Zusehen, nicht beim Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut und